Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Bin zurück. Valkyrie und Avonacho empfangen mich recht freundlich. Schweigen. Moin, Moin. moin. So, zeigt, was habt ihr getan? Ich habe mich extra nicht gespoilert. Ja, dann, mal vor. Genau, zeig ihr das mal so ein bisschen. Ich mach mal eben meine Tasche mal leer und dann esse und trinke ich auch mal schnell was. Ach, du willst gar nicht mitkommen? Ich bin sofort da. Ich bin sofort da. Okay. Bist du ganz runtergegangen? Fängt das jetzt. Ja, wir müssen raus vor Achso, die Tür. Wir müssen raus, alles klar. Wir müssen vor die Tür. Wir gehen vor die Tür. Vor die Tür ist gut. Es ist noch ich nicht, wollte den. Es ist noch nicht ganz fertig. So, da. Ach, lass mal ruhig. Obwohl. Also wir haben so Spikes und sowas hier ein bisschen weiter gemacht, ne? Und hier eine Schräge angebaut, dass die uns nicht immer die Platten zerkloppen. Das haben sie hinten in der Ecke gemacht. Es ist noch nicht ganz fertig. Obwohl hier spekulieren wir darauf, Rasen reicht auch. Und das da vorne ist neu. Dies hier. War hier nicht mal das Loch, in dem ich gestorben bin? Da war ein Loch. War hier das Loch? Nee, oder war das woanders? Nee, ich glaube, das war das. Ja, ich glaube, ich glaub, hier war das Loch. Du sprichst von der Tiefgarage, ne? Ja, genau. Das wird eine Tiefgarage. Das heißt, das ist eine Tiefgarage. Kommen Sie mal mit. Das Problem ist, wir haben jetzt momentan keinen Zugang. Wenn du da mal durchguckst, dann siehst du zwei Minibikes. Wir können vier bauen, aber wir haben noch keine Reifen. Das ist ja, natürlich doof, ne? Wer sein Minibike liebt, der trägt. Genau. Und das Ding ist, durch diese Säulen kannst du nicht durchlaufen, aber wenn du auf dem Minibike sitzt, kannst du da durchfahren. Man mag es nicht glauben, es geht. Aber wie setzen wir uns darauf, wenn wir nicht runterkommen? Das ist jetzt noch so eine Sache, die wir uns erklären. Wir wollten einen unterirdischen Tunnel da reinbauen, weil wir haben ja sowieso schon einen Tunnel für unsere Bunker. Der kommt ja irgendwie der nächste hier hin oder ja. So. Und ich müsste eigentlich gehen dann. Das war jetzt nicht so schlimm, weil wir haben ja gerade eh noch kein Reifen. Jo. Das kann aber noch kommen. Das kann kommen. Ich war nämlich überlegen, ob ich mal eben alleine zur Stadt rüber renne, damit nicht gleich drei Leute sterben und dann nach Reifen gucke. Aber ich laufe jetzt echt mal. Kuckuck. Wir brauchen ja nur einen Reifen erstmal. Mit dem Reifen können wir dann ja neue Reifen holen, von der Idee her. Ja. Also, wenn wir einen Minibike flott kriegen, dann kann ja jemand von uns einfach durch die Gegend düsen, bis er irgendwie eine Tanke findet, wo es sicher ist und dann, ne? Ich würde dann mal eben rüberlaufen. Das ist nicht so weit. Das schaffe ich in einer Folge hin und zurück, auf jeden Fall. Ja, du bist sicher, also, dass du alleine möchtest und keine ängstliche Xyra dabei haben, die dir ins Ohr schreit. Du kannst gerne mitkommen, habe ich nichts gegen, aber ich gehe sonst auch alleine, falls du hier irgendwas machen willst. Also ich würde sonst in die Decke weiter einziehen, so, weil ja, drin sind wir so noch nicht fertig. Da ist doch nichts Aufregendes, es sind nur drei Läden, da war ich mit Badge schon, also das kennt auch schon jeder. Okay, alles klar. Dann gehe ich rein. Okay, dann will ich mal dahin laufen. Wobei, sieht unser Holzvorrat aus? Oh, eigentlich noch ganz gut. Ich komme durcheinander, entweder haben wir noch 13.000 oder ich habe das im Solo oder ich weiß es nicht. Ich guck einfach mal. Nicole, warte mal, noch nicht reingehen? Ich bin schon drin. Oh, wie weit bist denn da drin? Ich bin gerade durch den Tunnel durch. Kuckuck. Nani? Aber ich komme wirklich durcheinander mit Solo und dem Kuckuck? Together. Ich dachte Kuckuck, aber ja, gerade durch aber den Tunnel durch. Aber irgendwie doch nicht Kuckuck. Ne, du, jetzt bin ich ja hinter dir. Du sagtest ja, du wirst gerade durch den Tunnel durch. Ich wollte nämlich da unten mal Rems reinschmeißen. Sag mal, ist Hundetag heute? 26? Ja. Könnte gut möglich sein. Na, klasse. Ja, solange du in Bewegung bleibst, ist da alles in Ordnung. Wenn sie mir entgegenkommen, ist irgendwie auch nicht so geil. Dann musst du die Bewegung umkehren. Um 180 Grad vorzugsweise. Ist doch dumm. Avo, wo wolltest du hier die Treppen nach oben setzen? Mann. Mach einfach mal, wie du möchtest. Nur so, dass wir eben dann ins Dachgeschoss reinkommen. Weil vom Dach aus wollen wir dann wahrscheinlich, denke ich mal, auf die Rüstung drauf, die wir ranbauen wollen. Okay. Ich baue hier jetzt gerade mal Trappen. Wo ist der hier? Oh, ich fühle mich jetzt unwohl. Hat hier einer was begradigt? Ja, also 8. Ich habe gar nichts begradigt. Cool. Das nehmen wir als Feld. Mach also alles immer nur kaputt. Unseren Teil von Blau. Na, ist hier so eine viereckige Ecke. Eine viereckige Ecke? Ja, hat sich auch Bescheid an, ne? Okay. Ich habe eine viereckige Ecke gefunden.
Das heißt so Volkan auch immer. Gib mir mal ein paar runde Würfel. Hundewürfel? Ja. Hundewürfel? Hören wir nicht auch nee, mit Hunden? Runde Würfel. Ach, runde Würfel. Ich hab, ja, schon ich hab runde Würfel verstanden. Weil, wenn wir am Zocken sind, dann hat er also einmal die eckigen, farbigen und einmal halt die normalen, ne, mit den abgerundeten Ecken. Ja. Und dann sage ich immer, ich möchte runde Würfel. Ja, runde Ecken. Ja, runde so, Würfel. Runde Ecken ist auch schon wieder so ein schönes Beispiel dafür, aber... Ja. Oh, das war schon wieder. Ja, du hast jetzt die Folge neulich nicht gesehen, ne? Wie, musst du mal angucken, wo wer quasi sagt, von wegen, ach übrigens, die laufen. Ja, so, ich bin an der Tankstelle. Ja. Okay, erster Reifen. Hast du schon? Nee, ich muss ja auf die Dinger draufkloppen und dann hoffen, dass was drin ist. Ich fühle mich so unwohl, jetzt wo ich weiß, dass Hundetag ist. Kannst du dir nicht vorstellen. Jetzt darf ich nochmal hochlaufen. Ich bin aber auch heute ein Depp. Ich das hier mache. Sollte dich ein Zombie überraschen, macht dir nichts draus. Das liegt daran, dass ich die Tür offen gelassen habe. Okay. So, wo ist denn das hier? Halt meine Ohren offen. Das geht ja gar nicht. Schade, da war auch kein... Oh, doch. Nee, noch kein Reifen. Drei habe ich jetzt zerkloppt. Ich hoffe, hier ist noch ein vierter. Man kriegt... Hier ist noch ein vierter. Ja. Okay, wir haben wenigstens einen Satz Reifen. Das ist schon mal gut. Mhm. Einen Satz Reifen haben wir schon mal. Und ich glaube nicht, dass ich den zweiten hier rauskriege. Ich habe schon wieder mein Stahldraht drüber. Hä? Was denn? Blöde Treppe. Was hast du mit der Treppe? Die Treppe hat sich einfach falsch gesetzt. Ich habe geguckt, sie saß richtig. Nein, ich habe ehrlich gesagt nicht geguckt. Mhm. Ich bin nur davon ausgegangen, auch die wird jetzt auch wieder richtig sitzen. Haben wir das wie nicht wie ich denn halt so bin. Haben wir eben gesagt, bloß Bett und ich haben hier. Haben wir das hier nicht gelootet? Hier war noch ein Bücherregal. Und wir haben noch ein zweites Minibike-Buch. Das kann sich dann jemand von euch schnappen. Ja, das ist doch gut. Bin mir noch nicht so sicher, ob mir das so direkt an der Wand gefällt. Ich glaube nämlich nicht. Ich werde das hier drüben mal anders probieren. Dann werde ich mal gucken, was ich lasse. So, was war denn das eben für ein Wo geht's denn da hin? Ich habe gerade ein Loch in die Erde geschlagen und dann habe ich dahinter ein Loch nach oben und ein Loch nach unten geschlagen. Aber ich hatte vor mir oben und unten noch nicht frei. Also ich habe quasi durch das Loch um die Ecke nach oben gehauen. Ich habe eine Taschenlampe gefunden, das kommt ja recht selten vor, ne? Ich habe meine Helmlampe. Ja, das ist bei der Waffe. Für eine Waffe ist das ganz praktisch. Ah, ja, gut. Die ist vor allen Dingen lila dann. Ich glaube, ich bin hier. Also ich glaube, gerade rüber. Das ja denn auch? Gerade rüber tun könnte schwierig werden. Okay. Wäre ja vielleicht gar nicht verkehrt. War ich mit Bett in einem Shotgun-Store? Ja, ich glaube, im Shotgun-Store war ich. Ach so, haben wir jetzt gar nicht gesagt, ne? Was Sollten denn? Wir das noch erwähnen? Müsste eigentlich jeder mitbekommen haben oder so. Bett ist nicht dabei. Der, Stimmt. Eigentlich hat er seinen, eigentlich hat er den Kanal geschlossen. Ja. So. Da ich es aber auch noch nicht so richtig wahrhaben möchte, kann ich jetzt aber auch nicht publik machen, das ist vielleicht nur vorübergehend. Nein, er hat da nichts von gesagt, dass es vorübergehend ist. Das ist, entspringt nur meiner wilden Fantasie. Sein Wunschdenken. Ja. Nein, es aber wäre aber zumindest schön, ne? Wenn es nur vorübergehend wäre. Ja, also... Das ist ohne Frage. Nein, ich bin so doof. Natürlich musste ich die an die Wand setzen. Oh Gott, jetzt weiß ich auch wieder, welcher Gedanke mich gepackt hat, als ich das da drüben gemacht habe. Ich will es jetzt aber trotzdem so haben. Wo drüben gemacht habe? Ich habe auf der einen Seite habe ich die Treppen direkt an die Wand gesetzt und das gefiel mir aber nicht. Ach so. Und jetzt habe ich die auf der anderen Seite dann mal geguckt, wie das aussieht, wenn die einen mit Abstand von der Wand sind. Mhm.
und hab dann aber die Frames wieder weggenommen. Natürlich fallen die Treppen dann. Jetzt sind hier auch noch. Ah, hier sind auch noch Reifen. Moment, da muss irgendwas muss weg hier, das Scrub. Also ist man einmal nicht dabei und man ist irgendwie so richtig raus. Verdammt, sind die. Oh. Also bloß hier war nur ein Reifen noch und auf diesem. Ah nee, da ist noch einer. Damit überlege ich mir noch was, wie wir das machen, aber. Hier? Wir haben zwei Satzreifen. Okay. Das ist auch schön. Wir sind aber zu dritt. So, dann irgendwas muss ich mir hier noch was einfallen lassen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe ein bisschen Angst, dass ich mein Bike kaputt fahre. Ich habe mir noch nie ein Minibike gebaut. Ja, ich logischerweise auch nicht. Und nee, deswegen. Kaputt fahren kannst du es eigentlich gar. Also das geht ganz langsam kaputt, wenn man irgendwo runterspringt oder sowas. Okay. Also eher stirbst du auf dem Bike, als dass das Bike kaputt geht. Ist wirklich so. Und na gut. Nicole, einen kleinen Gefallen könntest du mir gleich mal tun. Ja, sprich. Wenn ich dich gleich mal einmal rüberrufe. Ich hab was gefunden. Ja. Was denn? Eine Crossbow-Schematik. Was echt? Ja, kein Scherz. Sehr schön. Die lese ich jetzt auch direkt. Bloß nicht auf Scrap klicken. Bloß nicht auf Scrap klicken. Das Lack hier für in dich. Müll. Sowas schmeißen die weg hier. Wollte ich gerade sagen, wer schmeißt sowas denn in Müll? Unglaublich, ey. Banausen. Komm, jetzt gib mir noch irgendwo einen Gummireifen und dann. Das waren einfach lesefaule Leute. Ja. Ich habe bei mir die ganze Zeit immer auf diesen Reifen draufgekloppt und habe keinen rausgekriegt, bis ich mal irgendwann festgestellt habe. Das müssen. Ich glaube, nur an der Tankstelle die Reifen, ne? Nee, auf jedem Reifen, der rumliegt, auch auf Schrottplätzen. Ja, ja. Also ich habe auf nur, du hast Reifen halt nur eine Wahrscheinlichkeit von 10 oder 20, ich würde sagen 20%. Bei jedem fünften ist einer drin. Das kommt auch erstaunlich oft so hin. Ich glaube, das Ding zählt wirklich mit, das Spiel. Ich bin mir dann nicht ganz sicher. Okay, oder ist es Zufall? Naja, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, ich musste jetzt zweimal hintereinander, aber beim fünften, glaube ich, einer drin. Was kommt mir da? War das ein Hirsch oder was war das? Oder ein Hund, der saublöd rennt. Vielleicht ja auch ein Hund mit Geweih, nee, der hat es getan. Ja, ich habe nur den Kopf gesehen. Das ist. Und so genau möchte man dann ja auch nicht nachgucken, ne? Nee. So, ich bin auf dem Weg zurück. Nee, und das ist für mich. Ich mache drei Kreuze, wenn ich bei euch bin. Dann könntest du dich aber mal. Dann brauche ich jetzt Xyra da oben nicht wegholen. Dann könntest du dich mal kurz auf der Garage stellen. Und mal gucken, ob du mit mir in einer Linie bist, weil ich habe irgendwie das Gefühl. Ich würde sonst buddeln, deshalb. Also, ich bin ja schon dabei, rüber zu tunneln. Mhm. Aber ich habe das Gefühl. Das kannst du. Wir können Koordinaten ablesen. Anhand der Koordinaten sollte das eigentlich sehr gut funktionieren. Da haben sie mich mal mehrfach in den Kommentaren darauf hingewiesen. Das machen wir gleich. Ich stelle mich da gleich drauf und dann lesen wir uns gegenseitig mal was vor. Naja, warum denke ich da nie dran? Ohne Kommentar wäre mir das auch nie eingefallen. So, ich müsste nämlich gleich eigentlich schon soweit in der. So, ich bin bei unserer Baumgruppe angekommen. Ah, du bist grün, ne? Das hängt davon ab, wem du zuerst das Häkchen gegeben hast. Ach so. Das ist nicht spielerabhängig. Jemand von euch ist bei mir auch grün. Seht ihr? Euch getrackt habe ich noch gar nicht. Ich mach drei Kreuze, wenn ich hier bin, du. So, okay. Ich bin gleich auf der Garage. So. Ich höre dich schon stöhnen. Also ich stehe, ja gut. Also hier unten kannst du durch. So, ich stehe jetzt drauf. Okay. Ich stehe bei, was ist denn für dich interessant? Ost- oder Südkoordinate? Die Ostkoordinate ist für dich interessant. Du bist oben auf der Garage drauf? Nee, nicht oben, sondern hinten im Anhang. Also da, wo die Bikes ausstehen. Ja, ich glaube, dann sollte ich ein bisschen weiter nach links. Ja. Also ich bin, bei mir zeigt da 516 Ost an. Und was die linke obere Koordinate? 525 habe ich da.
516 hast du da? 516, ja. Warte mal, ich kann mal. Ich gehe mal. Pass auf, warte mal. Ich will mal was ausprobieren. Ich. So, warte mal. 515 hat er jetzt. Und ich stelle mich mal zum Nachbarblock hin. Zum 514, du, das ist wirklich immer ein Block, genau, ne? Also bei 515 solltest du ungefähr rauskommen. Das heißt, wenn du jetzt bei. Ja, kannst du einfach abziehen, ne? Musst einfach dividieren, dann weißt du, wie viele Blöcke du nach vorne musst. Das macht das Ganze irgendwie schon viel logischer. Nee, bleib mal da stehen, wo du bist. Ich muss jetzt noch ein bisschen nach links rüber. Ja, genau, aber du kannst doch die Blöcke abzählen. Du weißt doch jetzt, wie viele Blöcke. Sag nochmal deine Koordinate. Ost? Ja, ja. 525. Also nicht die, wo der Mauszeiger ist, sondern die linke, die fest ist. Da musst du 10 Blöcke nach Osten. Also in meine Richtung. 10 Blöcke in meine Richtung. Ja. Genau 10 Blöcke und dann müsstest du genau hier ankommen. Bis 515 musst du. Und dann kannst du wieder stumpf nach Süden gehen. 3. Also das ich finde, diese Erkenntnis macht die Koordinaten gerade viel hilfreicher. Ja. Ja. Naja, wie gesagt, die Erkenntnis kam vor. Ziemlich langer Zeit war bei mir in den Kommentaren. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer es war. Kann ruhig einmal Hand heben, winken. Ich winke dann zurück, freundlich. Sag mal nochmal die Zahl, die du da stehen hattest. 515. Hattest du 515, okay. Die schreibe ich mir nämlich jetzt einfach mal auf. Du kannst mich jederzeit wieder fragen, Abo. Ja. Alzheimer lässt grüßen. Ja, auch wenn Zahlus mir tatsächlich hilft, mein Kurzzeitgedächtnis wieder so ein bisschen in den Griff reinzukriegen. Aber ich bin immer noch, gerade wenn es um Zahlen geht, sowieso extrem so. Wer, ich packe jetzt das Mini-Bike-Buch einfach mal in die untere Kiste. Wer Lust hat, kann es lesen. Ja. Ich habe hier noch Militärfasern. Und was habe ich denn da? Metall. Metall? Ja, irgendwo hier muss eine Mine sein. Ach, richtig. Ich wollte, und zwar kam von, wir haben in unserer Mine kein Metallmerkzürer. Das ist die, okay. die scheint leer zu sein, irgendwo, die Mine. Also vielleicht kommt da mal irgendwie wieder was, aber ich habe mich da jetzt schon lange durchgefressen, ohne dass da was kam. Hier ist gerade eine Menge Kohle. Zumindest sieht so aus. Und es kam ein schöner Kommentar von Zickzack, in Klammern AVAX 007. Zwischen den beiden Bunkern war noch Metall. Ich habe doch zwei Bunker schon verbunden. Und da waren wirklich Erze. Und da mache ich mich gleich mal drüber her. Ja, da müssen wir noch aufpassen, ne? Ja, ich darf halt nicht in Richtung Haus. Aber ich meine, das geht nicht in Richtung Haus. Ich meine, wo hast du nun drinnen gestanden? Mittig etwa? Oder wo hast du gestanden? Oben drauf, ziemlich genau mittig, also ach, da stimmt. Kannst du ruhig rauskommen. Da kannst du ruhig rauskommen, meine ich. Okay. Das sollte gefahrlos sein. Dann sollte, alter Schwede. Ist aber schon heftig, was man so an Metallverschleiß hat, was ne? Denn wir hatten echt nicht wenig. Da musst du mal gucken, ich habe im Privaten, ich weiß es nicht. Was ich ja hier auch an sich vorhatte, die ersten drei Blöcke mit Stahl nochmal aufgewertet, weil Stahl hat man, also wenn du die Betonblöcke, da hast du in der ersten Stufe 3000, in der zweiten Stufe 6000, wenn du dann nochmal mit Stahl drüber machst, Stahl hat auch nochmal 10.000, dann bist du mal 19.000. Bist du mittlerweile angekommen da, Abo? Ich laufe jetzt gerade hinterher, dann sehe ich es, ja. Ja. 515, das sieht doch gut aus. Mhm. Da ist sowieso eigentlich? Warte, ich hab eine Schaufel dabei, warte, das geht fixer. Da ist doch nur einer gewesen. Ich sehe hier die ganze Zeit nur Frames und durch die Barren von den Frames Himmel. Meinst du, ich komme da jetzt da hinten raus, wo du sagst es? Ich bin mir eigentlich recht sicher. Ja, Moment. Sekunde. Warte nochmal. Vielleicht bist du ja unter der Tiefgarage. Warte mal, ich gehe mal eben nach oben. Das kann natürlich noch sein. Ne? Warte mal, ich gehe mal eben kurz dahin und dann sage ich dir nochmal die Südkoordinate. Ja? Ich glaube, 618 war das. Ich bin mir nicht ganz sicher. Glaubst du? 618? Ey, ich weiß es nicht. Warte mal. 690 wäre aber... Alter Schwede, da will ich mal warte, 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 warte. Die Wand müsste sein bei... Moment. 691.
691. Ja, oder 600. Oder 692. Also wenn du bei 90 bist, bist du definitiv schon drin. Ich bin jetzt bei 89. Dann bist du schon. Hä? Bei 89? Jetzt bin ich bei 690. 514, 690. Wieso bin ich 514 jetzt? Na, ja, 514 landest du aber auch drin. Naja, aber ich bin dann wahrscheinlich zu tief. Du bist zu tief, ja. 690 sagst du. Ja, ich habe jetzt gerade nur Angst. Warte, ich gehe, warte. Wenn du nämlich jetzt senkrecht nach oben schlägst, dann könnte es sein, dass du ein Minibike auf den Kopf kriegst. Und das wäre uncool. Oh ja. Dann tu mich mal genau lotsen. Nee, ich bring's mal eben in Sicherheit. Warte, ich hab ja jetzt die Reifen. Ich montiere die mal eben ran. Ich höre dich schon. Ja, warte. Ich du kannst ja einfach mal direkt neben das Minibike dich hinstellen. Und dann sagst du mir die Koordinate. Also ein Minibike ist bei 691 und das nicht zweite das Minibike, der freie Block. Der direkt an der Wand, der freie Block. Direkt an der Wand, der freie Block. Ja. 692. Dann wäre ich richtig. Ja, also da, das, du kannst auch noch auf 693 gehen, weil dann ist das in der Wand drin quasi. Hier ist hier nur Gras. Warte mal, ich schlag mich mal eben zu dir runter. Soll ich mich mal eben zu dir runterschlagen? Mach es so rum, ist doch viel einfacher. Bei 515, ja? Ja, und hier können wir eine Menge Zeugs rausholen. Eine Menge Zeugs können wir hier rausholen. Ups, schmeiß mir nicht den Sand auf den Kopf. Ja. Schau gerade mal, ob bei euch was passiert. Oh ja. ich fall da jetzt einfach mal rein und... Ist natürlich hier... guck mal. Oh ja, ich sehe was. Nanu? Moin. Ich bin wohl doch irgendwie ein zu weit gegangen. Oh. Ist aber auch gar nicht mal so da schlecht. Da ist der Abo mal wieder zu weit gegangen. So kennt man ihn. Haben wir eine Leiter? Warte mal dabei, Moment. Dann machen wir das doch. Leiter das funktioniert besser, wenn wir zwei Blöcke irgendwie haben. Ne? Warte mal, darf ich mal? Ja. Der müsste noch weg. Irgendwie hänge ich hier in irgendwas drin, ja. Nach vorne raus, einen Block haben wir noch, ne? Dass ich hier Holz hinstellen kann. Ja. Gut. Das ist doch dann wesentlich hübscher. Jetzt habe ich gerade die Schaufel weggepackt und dann kommt Sand. Nee, ist klar. Also theoretisch... Ja? ...müsste ich euch hier gleich rauskommen sehen. Einmal bitte aufwerten. Wenn du Holz hast, sonst mache ich. Ja, doch, habe ich. Aber ich habe... Ah, doch, kann ich auch aufwerten. Moment. Ich hast du auch Leitern? Nee, ne? Dann mache ich mal gerade ein paar Leitern. Leute? Ja? Ob das alles so hinhaut, das sehen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Ja, ich sehe es auch gerade. Oh, kein Erfolgserlebnis mehr in dieser kein Folge. Kein Erfolgserlebnis mehr. Jetzt hast du auch Leitern gemacht, wie geil. Nee, hab ich nicht. Ich hab einen Woodframe noch gemacht. Ach so. Ja. So, weil dann ein bisschen Sekunde. Höher müssen wir ja noch. Ja. 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 Geh mal bitte einen Schritt zurück. Ja, bin weg. So. Ja, aber sie hat recht. Wir sind jetzt fast bei 24 Minuten und. Ja, richtig. Dann, wir haben wieder. Ne? Ja. Ich warte ja eigentlich nur darauf, dass. Nein, das hat auch einen Grund. Xuga hat Welpen, glaube ich, gerade zur Hand, ne? Oder nee, in der Nähe sind Welpen. In der Nähe, noch hin, ja. Ne, zu den Welpen, und ich wollte noch hin. Bevor die eben, und die wachsen doch so schnell. Die wachsen so verdammt schnell. So, genau, deshalb. Hey, ist ja auch Metall. Geil, super. Okay, 1A. Ach, hier ist ja nee, richtig der ist Metall. Ganz flauschig. Kein Metall. Ja, ich war schon wieder, ich bin so schnell abgelenkt, weißt du? Ja, ich weiß. So, ihr Lieben. Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen, Mal. Wie die Holzframes hochkommen und der Lichtschein heller wird. Wie sie durchkommen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Tschüss. Ciao.